Also, herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Dieses Mal zum Thema neue Erkenntnisse zu Omikron und wir möchten natürlich auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Mein Name ist Philipp Jakobs und ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften. Die Omikron-Variante breitet sich in Deutschland ja immer weiter aus. Wir alle sehen es und hören es natürlich. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet damit, dass die Variante sehr bald vorherrschend sein wird. Bei einer einfachen Fortschreibung der Wachstumsraten so vor Weihnachten könnte das eigentlich jetzt schon der Fall sein oder in den nächsten Tagen schon auch passieren. Nun ist es aber so, dass aktuelle Studien oder erste Studien auch darauf hindeuten, dass Omikron sich zwar rascher ausbreitet, aber als vorherige Varianten oder vor allem im Vergleich zur Delta-Variante irgendwie mildere Krankheitsverläufe führen könnte. So ist etwa die Viruslast in der Lunge oder scheint die Viruslast in der Lunge etwas niedriger zu sein als bei Delta. Und Krankenhausdaten aus Großbritannien stützen das derzeit ein wenig. Also dort steigt zwar die Zahl der Corona-Patienten in die Kliniken, aber die Zahl der Beatmungsplätze stagniert derzeit noch und geht zumindest nicht stark nach oben. Die Patienten werden also behandelt, benötigen aber offenbar bisher noch nicht in den starken Fällen wie in Delta so viele Atemhilfen. In Deutschland ist es ja noch so, dass die Hospitalisierungsrate, unabhängig davon, wie gut sie jetzt momentan greifbar ist, derzeit noch sinkt. Allerdings ist ja anzunehmen, dass aufgrund allein der hohen Infektiosität von Omikron eine größere Belastung für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft noch anstehen könnte, als es die Daten bisher suggerieren. Deshalb wollen Bund und Länder ja auch zum Beispiel am Freitag über neue Kontaktbeschränkungen sprechen und über etwaige Quarantäneanpassungen. Unter anderem darüber und über den weiteren Ausblick und was wir alles über Corona und das Omikron-Virus bis jetzt wissen, vor allem über auch über die Lage in den Kliniken, möchte ich heute mit unseren drei Experten hier diskutieren, die ich gleich auch noch gesondert kurz vorstelle. Für Sie da draußen noch mal ganz kurz die Info, die Sie ja eigentlich schon kennen. Das Transkript fertigen wir zeitnah an und wird dann im Laufe der nächsten Tage auch bei uns auf der Website veröffentlicht. Die Aufzeichnung, also das Video hierzu, finden Sie auch schon wenige Stunden später auf YouTube. Und wie gesagt, die Bitte, wenn Sie die Fragen oder Fragen haben, bitte stellen Sie die im FA-Tool, also im Frage-Antwort-Tool unten, nicht unbedingt in den Chat. Keine Angst, Sie bekommen keinen Rüffel, wenn Sie sie mal in den Chat stellen, aber benutzen Sie bitte das Frage-Antwort-Tool. Das erleichtert uns, die Fragen einfach zu sammeln. Dann möchte ich die Experten gerne vorstellen. Ich weiß nicht, wie Sie bei Ihnen jetzt in der Reihenfolge sind. Ich fange bei mir rechts unten an, bei Herrn Schuppert, Professor Dr. Andreas Schuppert, Leiter des Instituts für Computational Biomedicine an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Hallo, Herr Schuppert. Hallo. Professor Dr. Jörg Timm, Leiter des Instituts der Virologie im Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo, Herr Timm. Hallo. Und Professor Dr. Clemens Wendner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin sowie Leiter der Spezialeinheit für hochansteckende lebensbedrohliche Infektionen an der München Klinik Schwabing. Herzlich willkommen, Herr Wendner. Schön, dass es bei Ihnen allen dreien auch so kurz nach Neujahr und Weihnachten auch geklappt hat. Herr Schuppert, ich würde gerne mit Ihnen starten. Und zwar einmal mit Blick auf die Inzidenzlage derzeit. Die ist ja aufgrund der Feiertage immer noch sehr undurchsichtig. So langsam schleppt sich das alles so ein bisschen nach. Aber können Sie uns vielleicht einen kleinen Ausblick geben, wo stehen wir eigentlich derzeit und mit welchen Wachstumsraten müssen wir bei Omikron eigentlich derzeit rechnen? Ja, da kann man, also zur aktuellen Inzidenzlage kann man sagen, dass wir in der Tat die niedrigen Zahlen durch die Feiertage, dass die nicht ganz ernst zu nehmen sind. Also man muss da schon mit einer erheblichen Dunkelziffer rechnen. Faktum ist auf der anderen Seite aber auch, dass wenn man die Inzidenzen vergleicht mit den Einweisungen auf Intensivstation, die vergleichsweise parallel laufen, dann sieht man durchaus, dass wir im Moment jetzt noch keinen sehr starken Anstieg der Inzidenzen, zumindest deutschlandweit, erwarten können. Also zumindest nicht, wenn wir es jetzt mit den Intensivstationeneinweisungen deutschlandweit vergleichen. Das Bild ist, wenn man auf die einzelnen Bundesländer schaut, allerdings etwas heterogen. Wir sehen zum Beispiel, dass in Bremen, Schleswig-Holstein, aber auch Hamburg und inzwischen Hessen die Inzidenzen deutlich über den Inzidenzen vor Weihnachten liegen. Wir haben in Bremen und Schleswig-Holstein mehr als die doppelte Inzidenz wie vor 14 Tagen genau.
Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Omikron-Mutante geschuldet. Auch in Hamburg haben wir auch über die Weihnachtsfeiertage hinweg gegen jeden Trend eine zunehmende Inzidenz gesehen, was darauf hindeutet, dass wir da schon mit massiven Omikron-Ausbrüchen zu tun hatten. Deutschlandweit insgesamt sehen wir das noch nicht. Aber es ist zu erwarten, dass Omikron sich auch da durchsetzen wird. Eine kurze Nachfrage, vielleicht ganz zu diesem Meldeverzug vor allem. Also sind diese vergleichsweise, ich sage das mal in Anführungszeichen, guten Zahlen noch von Omikron im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland nur auf diesen Meldeverzug zurückzuführen? Oder? Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass es nur Meldeverzug ist. Also ich gehe mal schon da natürlich davon aus, dass die Inzidenzen, die im Moment gemeldet werden, zu niedrig sind. Also ich glaube nicht, also ich denke schon, dass wir heute wirklich reale Inzidenzen haben, die mit der Situation vor Weihnachten zumindest vergleichbar ist. Da hatten wir Inzidenzen um die 280, 290. Heute werden 240 gemeldet. Also ich glaube, da ist sicherlich einiges an Meldeverzug drin. Aber man kann umgekehrt auch sagen, es gibt ja einzelne Bundesländer, die auch über Weihnachten hinweg Anstiege zu verzeichnen hatten. Und da kann man schon davon ausgehen, dass das ein nicht ganz unrealistisches Bild bietet. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass wir deutschlandweit jetzt, sagen wir, doppelt so hoch oder dreifach so hoch liegen. Wie gesagt, immer verglichen mit dem Meldeverhalten und der Dunkelziffer vor Weihnachten. Ja, auch da hatten wir ja schon eine Dunkelziffer gehabt und die kennen wir natürlich nach wie vor nicht genau. Alles klar, vielen Dank, Herr Schuppert. Herr Tim, ich würde gerne mit Ihnen noch mal kurz auf die Viruslast eingehen, was Omikron anbelangt. Wie gesagt, es gibt diese Studien, die suggerieren, dass die Viruslast in der Lunge etwas geringer ist, wodurch es mutmaßlich zu den etwas milderen Krankheitsverläufen kommt. Erste Frage wäre so ein bisschen in die Richtung, ist dem tatsächlich so? Kann man das so schon vermehrt beobachten? Und was heißt in diesem Vergleich vielleicht milde Verläufe überhaupt, die daraus resultieren? Ja, also was, ich sag mal, die experimentellen Daten angeht, dann da gibt es in der Tat ganz gute Untersuchungen, dass jetzt in Zellkultur, wenn man versucht, unterschiedliche Zelltypen zu infizieren, aber auch jetzt aus dem Tiermodell immer mehr Hinweise, dass in der Tat sich Lungenzellen nicht so gut infizieren lassen wie die Zellen der oberen Atemwege. Und das deckt sich ja letzten Endes auch ein bisschen mit den klinischen Beobachtungen, die ja jetzt auch aus verschiedenen Ländern immer mehr kommen, dass es eben nicht mehr ganz so häufig die tieferen Lungenabschnitte betrifft, die dann in der Regel ja zu den ganz schweren Verläufen auch führen. Also von daher glaube ich, muss man jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass diese Daten belastbar sind und das, was man in den Modellen beobachtet, auch klinisch nachvollziehen kann. Und das bedeutet, dass die Schwere der Erkrankung tatsächlich jetzt mit Omikron etwas abgenommen hat. Das bedeutet aber natürlich nicht, das sind ja keine Schwarz-Weiß-Effekte, dass die Schwere der Erkrankung jetzt gar keine Rolle mehr spielt. Das sind graduelle Unterschiede, Risikofaktoren, die es vorher gab, die spielen natürlich auch weiterhin eine Rolle. Und von daher wird man jetzt nicht annehmen können, dass damit wir klinisch gar keine Probleme mehr haben. Das wird Herr Wendner sicherlich noch viel besser auch kommentieren können. Sondern es wird sicherlich so sein, dass es sich einfach nur Verschiebungen ergeben. Wenn wir aber gleichzeitig eine sehr schnell verbreitete oder verbreitbare Variante haben und sehr viele, absolut gesehen, sehr viele Infektionszahlen, sehr, sehr, sehr hohe Infektionszahlen haben, dann spielt das natürlich insofern eine erhebliche Rolle, als dass dann absolut betrachtet auch die Zahl der schweren Verläufe uns wieder Schwierigkeiten machen wird. Also davon muss man ausgehen. Können Sie vielleicht noch kurz was dazu sagen, mit Blick auf Omikron, eben diesen Eigenschaften, die es wahrscheinlich jetzt hat, was das für die Verbreitung und vor allem auf die Effektivität der Tests bedeuten könnte? Gerade wenn man sagt, Viruslast ist im Rachenraum vielleicht höher als bei Delta oder eben auch auf die Verbreitung jetzt gesehen, können Sie dazu was sagen? Also es gab ja so ein paar Überlegungen, vor allem auch was die Antigentests angeht, ob die Sensitivität der Tests in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist. Das ist jetzt einmal das rein analytische. Und also die PCR-Tests, das kann man sicher sagen, das kann man ja auch relativ schnell nachvollziehen, die sind nicht beeinträchtigt.
Und die Antigen-Tests nach allem, was wir jetzt sagen können, und da gibt es ja auch vom PI jetzt schon mal so eine gewisse Übersicht, so eine orientierende Auswertung zu, die sind auch nicht beeinträchtigt. Also die Veränderungen in dem Nukleokapsid, das ist ja das, was dann im Antigen-Test auch gemessen wird, die sind verglichen mit anderen Bereichen im Genom, insbesondere das Spike-Protein, da sind die im Nukleokapsid eben relativ gering. Und die scheinen die Testung nicht zu beeinträchtigen. Das ist das Analytische. Diagnostisch ist natürlich dann nochmal relevant, wie viel Virus wird tatsächlich dann in den oberen Atemwegen vorhanden sein. Und mir wäre jetzt nicht bekannt, dass das auch jetzt mit Blick auf Antigentests schon mal systematisch ausgetestet wurde in größeren Fallzahlen an Patienten. Aber ich sage mal, aus den theoretischen Überlegungen würde ich davon ausgehen, dass die Antigentests grundsätzlich da auch funktionieren. Allerdings muss man sagen, dass natürlich die Symptomatik sich vielleicht auch ein kleines bisschen verändert haben kann oder auch die Häufigkeit überhaupt einer Symptomatik, insbesondere weil wir jetzt doch erhebliche Teile der Bevölkerung haben, die grundimmunisiert sind. Und wenn die am Infektionsgeschehen wieder teilnehmen, davon ist ja auszugehen bei Omikron, dass dann natürlich auch häufiger Infektionen auftreten mit einer milden, vielleicht sogar gar keiner Symptomatik. Und das macht natürlich dann schon Probleme dann wiederum bei der Verbreitung. Aber bei der Testung zunächst würde ich mal annehmen, macht das keinen großen Unterschied. Also klar, vielen Dank, Herr Tim. Wir kommen sicherlich gleich noch auf Sie zu sprechen. Ich möchte noch kurz noch den dritten im Runde noch etwas Wortanteil geben, Herrn Wendner. Herr Wendner, können Sie uns vielleicht einfach ganz kurz auf Stand bringen? Wie sieht es bei Ihnen derzeit in der Klinik aus, vor allem und natürlich auf den Intensivstationen? Welche Beobachtungen machen Sie bei den Patienten, die bei Ihnen vorstellig werden momentan? Ja, grüße Sie nochmal, Herr Jacobs. Ja, es sieht so aus, dass wir durchaus noch eine erhebliche Zahl an Covid-Patienten versorgen hier in München. Konkret haben wir 75 Covid-Patienten bei uns, 25 davon liegen auf Intensivstation. Das ist die Drittelregel, die wir eigentlich auch aus den anderen Wellen kannten, dass ein Drittel immer auf Intensivstationen zu behandeln ist. Wir haben auch die ersten Omikron-Fälle natürlich auch hier im Haus. Das heißt, wir haben einen Selektionsbias. Das heißt, die Patienten, die zu uns kommen, die sind per Definition schwer erkrankt. Wir können also kein repräsentatives Bild zeichnen von der Klinik insgesamt, was Omikron angeht. Herr Tim hat es ja schon eingeführt. Es gibt Hinweise aus UK, dass die Krankheitsschwere unter Omikron vermindert ist. Es gab ja diesbezüglich auch sozusagen Erklärung von Herrn Ferguson. Man muss dazu sagen, Hospitalisierung ist nicht gleich Hospitalisierung. Also wenn Sie jetzt alle Patienten betrachten, die ins Krankenhaus kommen, aber dann vielleicht gar nicht übernachten, dann ist sozusagen diesbezüglich eine Reduktion von 20-25% zu sehen, was die Hospitalisierung angeht. Aber wenn Sie auf die Patienten schauen, die länger stationär sind, dann ist eine Reduktion im Bereich von 40-45% zu sehen. Aber man muss eben sagen, die Infektiosität ist höher. Das heißt, die absolute Zahl, wenn ich 2- bis 3-fach erhöhte Infektiosität habe, wird für uns in den Kliniken dann trotzdem ein Problem sein. Und ich betone, die Situation aus United Kingdom, aus Dänemark, aus Portugal und ähnlichen Ländern ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Wir haben in Deutschland 2 große Problemfelder. Das eine ist, dass wir letztendlich nur, dass wir 30% der Bevölkerung nicht vollständig geimpft haben. Und die Booster-Kampagne ist ja gerade erst angelaufen. Das heißt, wir liegen hier im Bereich von 30-35% Boosterung. Und da sind wir sehr viel schlechter im europäischen und internationalen Vergleich. Das heißt also, die Effekte in Großbritannien, wo einfach eine sehr hohe Impfquote existierte und auch politisch gewollt eine Durchseuchung der Bevölkerung schon sehr früh stattfand, ist gewissermaßen protektiv, was Omikron angeht. Dieses Szenario haben wir nicht in Deutschland. Das heißt also, ich warne davor, gerade für Ungeimpfte kann Omikron individuell betrachtet eben auch zu sehr schweren Verläufen führen, die auch uns auf Intensivstationen belasten werden. Über Personalausfall, das können wir, glaube ich, dann später noch diskutieren. Das ist noch ein extra Problem, dass natürlich auch Mitarbeiter betroffen sein können. Konkret, wir haben hier in den letzten Tagen 24 Mitarbeiter, die mit Omikron infiziert sind, entsprechend in Isolation gehen müssen und natürlich im Klinikbetrieb nicht einsetzbar sind.
Was würden Sie schätzen, wenn man sich die Lage, wie gesagt, in UK jetzt auch nochmal weiter anguckt, wie gesagt, mit dem reinen Volumen der Fälle, selbst wenn die Fälle jetzt milder sind, aber das reine Volumen jetzt eben die Krankenhäuser so belastet, es gibt schon auch viele Fragen, die uns gerade erreichen, deswegen würde ich das schon mal vielleicht vorziehen. Die Frage danach, dass es wahrscheinlich jetzt eher nicht unbedingt so stark die Intensivstationen trifft, aber vielleicht Normalstationen, Anführungszeichen, oder halt eben per se das Krankenhaus als Ganzes mehr beeinträchtigen könnte jetzt. Was erwarten Sie da und wie könnte man mit dem vielleicht besser umgehen? Oder vielleicht auch, was man mit Blick auf verschiebbare Operationen beachten könnte. Bei Intensiv verschiebt man eben eigentlich eher sehr schwerere Operationen. Bei Normalstationen ist man natürlich schon bei den sehr gängigen Operationen, die man dann verschieben müsste. Ja, also diese Verschiebung von Operationen von sogenannten elektiven Eingriffen, die zum Teil eben auch nur semi-elektiv sind, das ist eine Begriffsdefinition, hat ja schon während der Delta-Welle eingesetzt. Und das wird sich in meiner Prognose auch nochmal verschärfen in den nächsten Wochen. Selbst wenn wir mehr Patienten auf Normalstationen bekommen, bindet das logischerweise natürlich auch Personal. Wir haben ja bereits schon Pandemiestationen eröffnet. Das heißt, wir sind ja gar nicht mehr im Normalbetrieb. Es ist dann eher die Frage, wann Notfallversorgung eingeschränkt ist. Das droht sozusagen dann auch, wenn eben, ich sag mal so, dieser Massenanfall an Infizierten, um da einen Begriff aus der Infektiologie zu nehmen, dem Mani, wenn das eben folgt. Und das Thema ist, wir hatten in den früheren Wellen vorher eine sehr starke Talsohle erreichen können. Die Absprungbasis ist jetzt sehr hoch. Das heißt, wenn ich sage, wir haben hier in unserem Zentrum 75 Covid-Patienten, ist das sehr viel. In früheren Wellen sind wir mit vielleicht 5 oder 10 Covid-Patienten, die quasi Langlieger waren, in die nächste Welle gegangen. Das ist eine andere Ausgangsvoraussetzung, die wir jetzt haben. Und die natürlich die Personalbelastung, egal ob in der Pflege oder im ärztlichen Bereich, verschärfen wird. Ich möchte die Frage so ein bisschen vielleicht an Herrn Schuppert auch weiterreichen, was die Modellierung von den Kliniken momentan angeht. Können Sie da vielleicht so einen Ausblick geben, was man bei Omikron jetzt vor allem beachten oder zu sagen hätte? Ja, also da kann man anhand der Daten, die im Moment vorliegen, insbesondere aus Dänemark, kann man schon sagen, dass ein großes Problem bei Covid ist, dass es sehr starke Impfdurchbrüche macht. Das heißt, die Schutzwirkung vor einer Infektion mit durch Omikron liegt bei ungefähr 25 bis 30%. Je nach Altersgruppe, während bei geboosterten Menschen zwischen 76 und 82% kann man davon ausgehen. Das heißt also im Vergleich zu 68-70% bei Delta gegenüber und 94-95% bei geboosterten. Also die Schutzwirkung gegenüber Omikron ist deutlich reduziert. Wir sehen vor Infektion, wir sehen das deswegen auch in UK, Dänemark und anderen Ländern und auch bei uns teilweise schon massive Anstiege der Infektion. Allerdings deuten die Daten darauf hin, dass die Schutzwirkung vor schweren Verläufen, insbesondere mit Intensivpflichtigkeit, deutlich höher ist, deutlich weniger reduziert ist gegenüber Delta als gegenüber der eigentlichen Infektion. Man kann davon ausgehen, dass wir da trotzdem dann noch Schutzwirkungen sehen im Bereich von über 90% teilweise, sodass man auch bei Impfungen vor schweren Verläufen immer noch gut geschützt ist. Das führt dann dazu im Endeffekt, dass insbesondere bei einer schnellen Delta-Welle eine sehr hohe Einweisungsrate von nicht geimpften Patienten zu sehen sein wird. Wir werden sehr hohe Infektionen, insbesondere bei doppelt geimpften Menschen sehen. Allerdings eben mit sehr niedrigem Risiko wirklich sehr schwer zu erkranken, sodass die Hauptbelastung der Krankenhäuser, insbesondere der Intensivstation, sehr eindeutig von ungeimpften Patienten herrühren wird. Durch die Masse bei einer sehr hohen Delta-Welle kann es dadurch aber trotzdem zu einer sehr hohen Belastung kommen. Man kann quantitativ
so ungefähr abschätzen, dass man bei Inzidenzen deutlich über 1000 dann auch wieder Intensiveinweisungszahlen sehen wird, die auf der Ebene der vierten Delta-Welle dann liegen werden. Also so ungefähr 1400, diese Zahlen sind in der Tat aber noch sehr, sehr unsicher, beruhen auf ein paar Annahmen, aber ich denke schon, dass man das sagen kann. Man muss aber dazu sagen, Dänemark hat im Moment schon landesweit Inzidenzen von 2000, also wir reden da durchaus über Zahlen, die auch in Europa sehr, sehr realistisch sind und es ist durchaus plausibel, dass auch in Deutschland solche Zahlen erreicht werden können. Klar, vielen Dank. Vielleicht als Nachfrage schon direkt dazu, die kommt auch schon von unseren zuschauenden Journalisten und gerne auch an Herrn Timm dann später auch weitergegeben. Und zwar ist die Frage, gilt die Aussage mildere Verläufe über alle Altersklassen oder nimmt die Reduktion der Krankheitsschwere mit dem Alter ab? Trifft es gleichermaßen Geimpfte wie Ungeimpfte? Können Sie entweder Herr Schuppert oder Herr Timm, wer gerne zuerst möchte oder kann, dazu etwas sagen? Im Moment sieht es nach den vorliegenden Daten nicht danach aus, dass diese Reduktion, das Verhältnis schwere Verläufe gegenüber Infektionen bei Delta, also bei Omikron sehr viel anders ist als bei Delta. Also die momentanen Daten können gut so interpretiert werden, dass das Problem bei Omikron insbesondere die Infektionen, die Impfdurchbrüche sind. Ja, ich kann da auch vielleicht nur ergänzen, was man jetzt aus UK beobachtet, dass tatsächlich über alle Altersgruppen es etwas weniger zu schweren Verläufen kommt. Das gilt auch für die Ungeimpften tatsächlich, aber wie gesagt, das muss man graduell betrachten, das hat ja Herr Schuppert auch gerade ausgeführt, das ist natürlich trotzdem so, dass wir ein Hauptproblem dann auch mit schweren Verläufen bei den Ungeimpften sicher haben werden bei großen Infektionszahlen. Es ist auch so, dass die Risikofaktoren nach wie vor gelten und gerade, das sieht man jetzt auch in UK bei den älter als 65-Jährigen natürlich jetzt auch gerade in London zu sehen ist, dass die Krankenhausaufnahmen jetzt zunehmen mit den steigenden Infektionszahlen. Und das auch in allen Gruppen, also teilweise eben auch bei den zweifach Geimpften eben. Ja. Herr Timm, ich würde ganz gerne bei Ihnen nochmal kurz bleiben. Es gibt auch die Frage, es wird ja diskutiert, ob Omikron eine kürzere Generationszeit hat als frühere Varianten. Und wie sicher weiß man das schon? Und vielleicht können Sie auch nochmal kurz ein bisschen einfach erklären, wieso das wichtig ist für den Verlauf dieser Welle. Also kürzere Generationszeit heißt, dass sie früher durch eine neue Variante abgelöst wird oder Generationszeit heißt, dass die Vermehrung, also die Virusvermehrung schneller abläuft. Gemeint ist, glaube ich, in diesem Fall jetzt, wie lange es dauert, bis der Nächste quasi, also bis man selbst als Infizierter den Nächsten angesteckt hat. Ach so. Fall jetzt. Ja, also es sieht so aus, als ob die Zeit, also das muss man allerdings auch noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber die ersten Daten deuten darauf hin, dass tatsächlich die Inkubationszeit, also bis zum Beginn einer Symptomatik, die scheint noch kürzer zu sein. Also das heißt, bis zum Nachweis von Virus, da gibt es ja Berichte, dass teilweise 3 Tage schon nach Exposition ist dann auch wirklich zu dem Nachweis der Infektion gekommen ist. Das ist aber immer ja eine gewisse Bandbreite, die wir auch von den anderen Varianten schon kennen. Also ich glaube, eine richtig belastbare Aussage würde ich mir dazu noch nicht zutrauen. Aber tendenziell deuten die Berichte eher darauf hin, dass es schneller geht. Das ist richtig. Was auch, ich sag mal, von der Theorie ganz gut abzuleiten ist aus der Tatsache, dass wir verstärkt ja auch die oberen Atemwege betroffen haben. Und da natürlich dann, ich sag mal, alle Wege nicht so weit sind, so muss man das vielleicht etwas trivial ausdrücken. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz bei den oberen Atemwegen, weil die Frage auch jetzt nochmal kam, bedeutet es, also heißt es nur, wenn die Viruslast in der Lunge niedriger ist, dass es automatisch eben die milderen Verläufe sind und gleichzeitig aber auch im Rachenbereich die Viruslast hoch sein kann? Ist das automatisch ein Beweis dafür, dass die Verläufe voraussichtlich mild sind oder? Nein, so kann man das sicherlich auch nicht sagen. Also ich glaube, also wenn wir jetzt mal die Erkrankungsverläufe angucken und was dann wirklich den schweren Verlauf bestimmt, dann ist das ja nicht allein nur die Virusvermehrung, also sondern sehr häufig ist es ja tatsächlich eine
Entzündungsreaktion, die ausgelöst wird, die dann ja auch den weiteren Verlauf sehr stark bestimmt. Es gibt schon Zusammenhänge, je mehr Virus, desto tendenziell auch mehr Erkrankung. Aber diese Korrelation ist relativ schwach. Das heißt, da spielen natürlich viele, viele andere Faktoren mit rein. Aber es ist natürlich so, wenn wir keine Entzündungsreaktion in den unteren Lungenabschnitten haben, weil das Virus seltener und vielleicht nicht mit der gleichen Effizienz nach unten vordringt, dann passt das natürlich ganz gut zu der Überlegung, dass dann auch seltener schwere Verläufe auftreten. Also diesen Zusammenhang, den würde ich jetzt hier schon erkennen. Da würde ich jetzt aber nicht unbedingt eine generelle Regel daraus ableiten, dass das immer so ist. Aber das war bei SARS-1 ja dann auch so, dass wir da eine sehr starke Symptomatik hatten und das ein Virus war, was vor allem in die tiefen Lungenabschnitte vorgedrungen ist, was ja epidemiologisch betrachtet ein Vorteil war, insofern als dass da klassische Eindämmungsmaßnahmen, Kontaktbeschränkungen von Infizierten sehr einfach umzusetzen waren, weil die Menschen einfach schwer krank waren. Das ist halt bei Erregern, die in den oberen Atemwegen ist, ganz schwer möglich nur. Herr Wendner, ich möchte gerne noch eine Frage an Sie stellen, die eben bei dem Krankenhausthema noch mal kurz aufkam. Und zwar die Frage, wie bereiten Sie sich denn jetzt konkret zum Beispiel davor, wenn jetzt das Personal vor allem wegen zwar auch milder Verläufe, aber ausfällt? Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz die Bundeswehrhilfe angesprochen. Können Sie da vielleicht noch mal kurz eingrätschen, wie man das handhaben würde? Also es gibt im Prinzip drei Ebenen. Das eine hatten wir schon angesprochen. Reduktion der elektiven Eingriffe und Interventionen allgemein gesprochen. Das zweite ist Rekrutierung im eigenen Personalstamm. Das heißt, da werden Reserven gelockert, entsprechende Urlaubssperren etc. sind ja dann Personalmaßnahmen. Und das dritte ist, dass wir auch Unterstützung durch die Bundeswehr konkret auch hier schon haben. Die ist primär jetzt im Verwaltungsbereich zur Erfassung von Fallzahlen etc. im Status von Patienten im Einsatz. Aber das ist natürlich prinzipiell denkbar, dass die Dinge dann ausgeweitet werden können. Okay, vielen Dank. Vermutlich eine Frage eher an Herrn Timm nochmal. Es geht jetzt um die Impfungen. Wie lange bietet die dritte Impfung einen wirksamen Schutz gegen Omikron-Infektion und Hospitalisierung? Und vielleicht als Nachfrage dann, benötigen diejenigen, die schon im Herbst ihren Booster bekommen haben, jetzt die vierte Impfung oder passiert das schon? Ja, ist natürlich im Moment noch nicht so ganz einfach zu sagen, weil wir einfach die Daten noch nicht so komplett haben. Also auch nach der dritten Impfung wird natürlich die Immunantwort über die Zeit wieder nachlassen. Davon ist auszugehen. So, und da muss man ja grundsätzlich immer so ein bisschen unterscheiden. Schutz vor Infektion war angesprochen worden, Schutz vor schwerem Verlauf. Und ich denke, das, was als erstes wieder uns Schwierigkeiten machen wird, ist irgendwann die Schutz vor Infektion. Weil wir hier ein Virus haben, was über die Schleimhäute der Atemwege eindringt. Und gerade da sind natürlich die Antikörper, die man eigentlich auf den Schleimhäuten bräuchte, durch eine Impfung nicht diejenigen, die dann nachhaltig dort zu finden sind. Das ist einfach immunologisch so. Sodass also der Schutz vor Infektion, der wird sicherlich nicht sehr lange durch die Boosterimpfung deutlich verbessert sein. Aber der Schutz vor schwerem Verlauf, da wäre die Prognose, muss man ja jetzt momentan sagen, dass die sicherlich etwas nachhaltiger dann da ist. Wir sehen ja jetzt auch schon nach den zwei Impfungen, dass der Schutz vor schwerem Verlauf tatsächlich noch auch gegen die Omikron-Variante ja sogar relativ gut sich darstellt, jetzt durch die Boosterimpfung nochmal gebessert werden kann. So, das ist dann die Situation, wenn wir da jetzt bei 80% sind. Dann ist natürlich in der Tat die Frage, wie sieht das jetzt in der Zukunft mit einer vierten Impfung aus? Ich glaube, solange wir eine Situation haben, mit der wir, wo wir immer wieder mit einem sehr hohen Infektionsgeschehen rechnen müssen und auch letzten Endes natürlich auch deswegen, weil wir noch nicht ausreichend Grundimmunisierung haben. Herr Wendner hat es ja eben schon angesprochen, wir haben einfach zu viele Ungeimpfte in der Bevölkerung. Solange müssen wir sicherlich über die Breite der Bevölkerung auch einen Schutz herstellen, idealerweise auch einen Schutz vor Infektionen, sodass ich schon davon ausgehe, dass noch weitere Auffrischungen notwendig sind.
Ich glaube nicht, dass das langfristig für die gesamte Bevölkerung notwendig sein wird, dass man das sich also jetzt so vorstellen muss, dass wir das über die nächsten Jahre, Jahrzehnte immer wieder auffrischen müssen für die gesamte Bevölkerung. Aber für einzelne Risikogruppen kann das durchaus sein, dass wir da eine ähnliche Konstellation wie bei der Grippeimpfung auch haben, dass wir bestimmte Altersgruppen oder Risikokonstellationen jedes Jahr dann vielleicht impfen müssen. Vielleicht als Nachfrage noch zu den Boostern, weil die Frage auch kam. In Israel ist es ja so, dass jetzt zum zweiten Mal auch schon geboostert wird, also zum vierten Mal dann einfach die Impfung oder die nächste Dosis gibt. Kann man schon sagen, was ein sinnvoller Abstand zwischen erster und zweitem Booster quasi ist? Also ist momentan sicherlich auch etwas schwierig. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Daten extrapolieren aus den ersten beiden Impfungen und die Erfahrungen, die wir jetzt vielleicht auch von anderen Impfungen kennen, dann halte ich so 6 Monate für eine realistische Größenordnung wieder für eine vierte Impfung. Das haben wir ja gesehen, hat sicherlich einen erheblichen Einfluss, mit welchen Impfstoffen man geimpft wird. Das hat sich ja jetzt momentan ja auch deutlich fokussiert eigentlich auf den mRNA-Impfstoff bei uns. Jetzt muss man mal gucken, welche Rolle noch die Proteinimpfstoffe bei uns spielen. Ich denke, keine besonders große. Ich sage mal, mein aktuelles Gefühl wäre, dass wir da bei 6 Monaten wahrscheinlich am Ende liegen werden. Und dann ist die Frage, bleibt es bei dem Impfstoff oder wird man da auch nochmal nacharbeiten? Ich denke, die Zahlen, die wir jetzt sehen oder die Wirksamkeit, die wir jetzt sehen gegen Omikron, erfordert doch, dass man sehr konkret sich jetzt Gedanken über einen angepassten Impfstoff machen muss. Ich bleibe ganz kurz bei Ihnen. Es gab noch eine Nachfrage. Was weiß man zu den asymptomatischen Verläufen? Also sind die häufiger, seltener oder vergleichbar wie bei Delta? Vielleicht auch gerne auch Herr Wendner, sollten Sie das auch schon beobachtet haben bei sich in der Klinik. Also ich glaube, quantitative Aussagen würde ich mir da jetzt nicht zutrauen. Also gerade die asymptomatischen Verläufe sind ja etwas, die ja besonders schwer quantitativ zu erfassen sind, weil sie naturgemäß eben deutlich untererfasst sind, weil sehr häufig dann ja auch gar keine Testung durchgeführt wird. Systematische Untersuchungen dazu wären mir jetzt nicht bekannt. Ergänzend stimme ich zu, was Herr Tim gesagt hat. Was man vielleicht sagen kann, die Berichte, die wir aus Südafrika und UK natürlich haben, ist, dass die klinische Symptomatik wohl leicht verschoben ist. Fatigue ist sehr im Vordergrund stehend bei den Patienten. Geschmacksstörungen, Geruchsstörungen, die ja sonst ein Warnsignal waren, sich auch testen zu lassen, gibt es offensichtlich weniger. Das kann natürlich dazu führen, dass insgesamt auch das Bild ein wenig verzerrt ist. Das heißt, es wird nicht bei einer Geschmacksstörung lässt man sich relativ niederschwellig testen auf Corona. Das wird man bei Fatigue vielleicht erst bei sehr schwerem Verlauf dann tun, nicht? Aber das ist natürlich spekulativ. Quantifizieren, glaube ich, würde ich mir auch nicht zutrauen. Es kam ja heute, oder ich glaube, es war auch gestern schon, gab es diese Meldung von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, die ja auch nochmal betont hat, dass selbst milde Verläufe auch die Organe schädigen können oder auch eigentlich gar nicht so mild sind, wie sie sind. Gibt es dafür in irgendeiner Form schon Evidenz? Gerne vielleicht Herr Wendner zuerst sollte sie, oder auch Herr Tim. Also das Wort mild ist ja auch sozusagen zu hinterfragen, was heißt es, nicht? Das kann ja auch durchaus ein Patient sein, der vielleicht nicht sauerstoffpflichtig ist, aber der eine andere Problematik hat. Auch da ist natürlich noch kein abschließendes Bild zu zeichnen. Was wir so noch nicht explizit angesprochen haben, was wir ja auch noch nicht wissen mit Omikron, ist, wie ist denn der Long-Covid-Verlauf? Nicht? Das heißt also, auch wenn ich mich nur sehr leicht mit sehr leichten Symptomen anstecke, heißt es ja nicht, dass ich sozusagen auch à la longue keine Probleme entwickle. Nicht? Und das ist in der ganzen Diskussion auch zu berücksichtigen, dass also mild heißt nicht harmlos, um das mal auf eine kurze Formel zu bringen. Und vielleicht darf ich noch ergänzen, was uns Ärzte natürlich auch für eine Herausforderung stellt, ist, dass auch Therapeutika, die 2021 entwickelt wurden, zum Teil eben nicht gegen die Omikron-Variante wirken.
Das heißt also, wir haben ein Problem mit dem Doppelantikörper Casirivimab, Imdevimab, besser bekannt vielleicht unter Ronapreve, welcher nicht bei Omikron wirkt. Das heißt also, hier haben wir keine Chance mehr, sowohl in der Prä- als auch Postexpositionsprophylaxe tätig zu werden. Und Patientinnen auch mit mildem Verlauf, weil sie den ansprachen, Herr Jakobs, in der Frühphase therapeutisch zu intervenieren. Es gibt natürlich Vorbereitungen. Die Zweitgenerationsantikörper sind vom Bund entsprechend reserviert und werden auch in der vierten Kalenderwoche, fünfte Kalenderwoche dann an besondere Zentren. Wir sind eines dieser wenigen Zentren, eines STARCOP-Zentrums, also ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für hochkontagiöse Erkrankungen, die Abkürzung, werden diese Antikörper ausgeliefert. Und dann haben wir hoffentlich wieder die Chance, auch milde Verläufe, aber vielleicht bei Risikopatienten, Stichwort Tumorpatient etc., zum Einsatz zu bringen, um eben schwere Verläufe inklusive Intensivaufenthalte zu verhindern. Genau, Sie hatten die Medikamente gegen Covid vor allem jetzt gerade angesprochen, mit Blick auf Paxlovid und Co., die jetzt auch ja dann zunehmend in die Kliniken kommen oder auch dann zu den Patienten auch noch kommen. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen die Bedeutung für den klinischen Alltag vor allem ausarbeiten oder für diese Patientengruppen dann? Ich hörte zum Beispiel auch von, dass es teils starke Nebenwirkungen in Kombination mit gängigen Medikamenten dann gibt, zum Beispiel Blutverdünnern oder sowas. Können Sie da vielleicht noch etwas zu sagen? Genau. Vielleicht sage ich noch mal ganz kurz was zu den neutralisierenden Antikörpern der zweiten Generation. Also wir setzen gewisse Hoffnungen in Sotrovimab, einem neutralisierenden Antikörper, der eben auch Omikron detektiert und neutralisiert. Wir setzen sozusagen in der vorbeugenden Therapie, also ein Patient, der vielleicht schon dreimal, vielleicht viermal geimpft wurde, aber keinen Impftiter entwickelt, Tumorpatient, Klassiker, da ist sozusagen die Kombination aus Tixagivimab und dem Zilgavimab, vielleicht einfacher als Evusheld zu merken, wichtig. Und die von Ihnen angesprochenen Medikamente muss man zwei erwähnen. Das eine ist das Molnupiravir und das Paxlovid, beides Tablette. Das Molnupiravir wird uns derzeit bereits vom Bund zur Verfügung gestellt. Und das Paxlovid wird auch in wenigen Tagen kommen. Der große Vorteil ist, es sind Tabletten. Das heißt, sie können relativ leicht einem leicht symptomatischen Patienten, der positiv getestet wurde, aber Risikofaktoren aufweist, diese Tablette zu Hause verabreichen lassen. Das sind so Nuancen zu klären, wie die Tablette zum Patienten kommt. Der Patient muss ja auch aufgeklärt werden. Aber wir wissen konkret, Paxlovid reduziert die Hospitalisierungsrate um knapp 90%, also 89%. Das ist sehr, sehr viel. Das ist sehr gut. Eine fünftägige Therapie, die, wie gesagt, zu Hause eingenommen werden kann. Das Molnupiravir ist nicht ganz so effektiv. 30% Hospitalisierungsreduktion. Bezüglich Ihrer Frage, Herr Jakobs, Nebenwirkungen und Interaktionen. Ja, es gibt Drug-Drug-Interactions, also sozusagen Interaktionen von Paxlovid zum Beispiel mit anderen Medikamenten über ein besonderes Enzymsystem, dem Zytochrom P450 in der Leber. Es gibt Medikamente, die dieses Enzymsystem blockieren können, aber auch aktivieren können. Also es geht in beide Richtungen. Entsprechend habe ich bei einem enzymblockierenden anderen Medikament ein Problem mit dem Spiegel von Paxlovid. Es wird sehr viel Paxlovid im Körper verfügbar sein und kann toxisch wirken. Umgekehrt kann auch Paxlovid durch einen Enzyminduktor sehr schnell abgebaut werden. Das wird unwirksam. Das sind die Probleme. Allerdings sage ich dazu, viele dieser Medikamente sind nicht, sage ich mal, bei ganz vielen Patienten im Einsatz. Das heißt, es betrifft eine Subgruppe, eine kleine Subgruppe, wo wir bestimmt aufpassen müssen in der Arzneimittelinteraktion mit Paxlovid und auch Molnupiravir. Aber ich glaube, um das zusammenzufassen, es ist eine sehr gute Innovation durch diese beiden Tabletten greifbar, die eben auch die Hospitalisierungsrate deutlich auch zeitnah reduzieren wird. Und das könnte uns in der fünften Welle doch auch sehr helfen. Vielen Dank. Weil schon die Frage ein bisschen öfters jetzt schon mal kam, ein bisschen Querschnitt nochmal zur Hospitalisierungsrate.
Vielleicht Herr Wendner, auch an Sie. Die krankt ja an einer erheblichen Unzuverlässigkeit der Daten und einem erheblichen Meldeverzug. Und die Frage ist so ein bisschen von den Journalisten hier, müsste diese Kennziffer nicht angesichts der stärkeren Belastung der Normalstation nicht belastbarer werden, ähnlich wie die sehr zeitnahen Daten des Divi? Könnten Sie dazu etwas sagen? Oder auch Herr Schubert bestimmt auch. Das ist eine sehr richtige und wichtige Forderung, die ich absolut unterstütze. Ich glaube, es ist sehr bedauerlich bis peinlich, dass wir es nicht geschafft haben, quasi tagesaktuell bundesweit belastbare Zahlen zu generieren, auch über Feiertage hinweg, eben nicht nur für die Intensivstation, sondern eben auch für die Normalstation, weil ich hatte es eingangs ja auch schon gesagt, auch das belastet logischerweise den Kliniksektor und bindet Personal. Und es wäre wünschenswert, dass wir auch hier ein zeitnahes Monitoring bekommen. Wir wissen natürlich hausintern immer genau, was los ist. Wir kennen auch den Impfstatus unserer Patientinnen, die stationär bei uns liegen. Aber das ist eine kleine Insel, sage ich mal, der Seligen. Und wir müssen solche Dinge natürlich bundesweit ausrollen. Und das geht nur durch Digitalisierung und natürlich auch Stärkung der entsprechenden Infrastruktur. Herr Schuppert, gerne noch. Ja, ich kann das eigentlich nur wärmstens unterstützen. Also wir haben eigentlich, kann man sagen, die Divi-Daten sind mit die einzigen zuverlässigen Daten, die wir deutschlandweit leider haben. Das ist eine sehr bedauerliche Tatsache. Insbesondere die Hospitalisierungsdaten haben einen erheblichen Zeitverzug und führen dazu zu einer systematischen Untererfassung. 2 Jahre nach der Pandemie sollte das nicht sein. Wir haben generell, kann man eigentlich sagen, in Deutschland ein Datenproblem. Also insbesondere die ganzen großen Studien stammen aus dem Ausland. Also eigene Studien sind ausgesprochen schwierig zu machen. Also auch jetzt im Kontext zum Beispiel schwere Prognose, schwere Verläufe, was Herr Wendner und Herr Timm ja auch schon angesprochen haben, wenn man an Therapie mit Paxlovid etc. denkt, muss man ja frühzeitig die möglichst zielgenau die Patienten mit einem schweren Verlauf identifizieren. Hierzu fehlen schlichtweg auch die Daten, um diese Patienten frühzeitig charakterisieren zu können. Wir wissen es schlichtweg nicht so genau. Also ich denke, werden jetzt systematische Versäumnisse im Gesundheitswesen durch die Pandemie wirklich ans Tageslicht gezerrt. Man kann nur hoffen, dass es einen Anstoß gibt, da mal was zu ändern. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage, weil wir gerade bei Ihnen sind, Herr Schuppert, zur Infektionsdynamik bekommen. Und zwar geht es explizit um die Ungeimpften unter 5-Jährigen, also die ja noch nicht so gerade die Impfung bekommen dürfen und beziehungsweise auch in den Kitas sind. Welchen Unterschied macht es hier, ob Eltern 2 bis 3 Mal die Woche einen Antigen-Schnelltest durchführen oder eine PCR-Pool-Testung gemacht wird? Können Sie dazu vielleicht etwas sagen, beziehungsweise explizit was zur Infektionsdynamik der unter 5-Jährigen bei Omikron? Das ist natürlich, also bei unter 5-Jährigen ist das wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Also Daten liegen da eigentlich gar nicht vor. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich meine, die PCR-Pool-Tests sind, glaube ich, schon, wie sich auch gezeigt hat, in den Schulen ein sehr probates Mittel, um die Infektionslage wirklich halbwegs gut monitoren zu können. Also man sieht zum Beispiel auch in den Daten man sieht die Weihnachtsferien in den Daten sehr, sehr deutlich, insbesondere, dass der Anteil eben der Kinder und Jugendlichen an der Infektionslage mit Beginn der Weihnachtsferien deutlich runtergegangen ist. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also man sieht, dass die PCR-Tests, diese Pool-Tests wirklich eine segensreiche Wirkung hatten für das Monitoring. Die Antigen-Selbsttests sind eben immer sehr stark davon abhängig, wie sorgfältig sie durchgeführt werden und wie regelmäßig und wie sauber man das dann macht. Also theoretisch funktioniert das auch gut, aber also ich persönlich bin ein großer Fan der Pool-Tests, der PCR-Pool-Tests und im Nachverfolgung dann eben kann man ja dann noch weiterarbeiten mit Schnelltests. Ja, vielen Dank. Herr Timm, es kam noch eben eine Frage dazu, als Sie gesprochen haben. Und zwar, ich versuche es ein bisschen zu verkürzen. Im UK erfolgten ja erste und zweite Impfung weitestgehend mit dem eher weniger wirksamen AstraZeneca-Impfstoff. Müsste das den Schutz der Briten angesichts praktischer gleicher Zweifach-Impfquoten wie in Deutschland nicht abschwächen?
Und dann war zu dem, was Herr Wendler noch gesagt hatte, warum sind in Deutschland laut Herrn Wendler trotzdem mehr schwere Verläufe zu erwarten? Können Sie dazu etwas sagen? Also in UK wurde tatsächlich sehr viel mit Astra geimpft. Und bei Astra war ja immer es so, dass der Infektionsschutz insbesondere Schwierigkeiten gemacht hatte. Nicht so sehr der Schutz vor dem schweren Verlauf. Und ich glaube, dass dieser Schutz vor schwerem Verlauf, also das, was wir jetzt so mal als Grundimmunisierung erwarten, um auch die Hospitalisierungsraten, Aufenthalt auf Intensivstationen und solche Dinge gering zu halten, das ist mit dem AstraZeneca-Impfstoff wahrscheinlich dann weiterhin möglich. Es hält aber die Infektionsdynamik nicht so wirklich auf. Und das schafft man jetzt eben mit der Boosterimpfung nochmal, insbesondere mRNA nach AstraZeneca oder meinetwegen auch nach mRNA. Dann haben wir dann das Zweite, was Herr Wender eben ja auch schon angesprochen hatte, dass in UK wir eine ganz andere natürliche Durchseuchung on top noch haben. Das heißt, die Grundimmunisierung bei allen Problemen, die das ja auch in der Vergangenheit in England gemacht hat, aber jetzt ist der Status nun mal, dass die Grundimmunisierung dort schon deutlich weiter ist als bei uns. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um eine Grundimmunisierung auf natürlichem Weg, also die Infektionen zu verhindern. Ich glaube, das ist auch richtig. Das soll jetzt auch gar nicht kritisch auf gar keinen Fall rüberkommen. Aber das führt natürlich dazu, dass wir jetzt eben noch bei den Nicht-Geimpften keine Grundimmunisierung haben. Und die führt natürlich dazu, dass wir jetzt eine relativ große Gruppe weiterhin haben, die von schweren Verläufen betroffen sein wird, wenn wir jetzt wieder steigende Infektionszahlen haben. Das ist anders als in England. Wollten Sie das noch irgendwie ergänzen, Herr Wendner, oder? Die zwei Faktoren, fehlende Durchseuchung, die uns, wenn man es so ein bisschen zynisch zusammenfasst, auf die Füße fällt. Es war richtig, dass wir sozusagen die Bevölkerung geschützt haben, aber Schutz vor Durchseuchung ohne vollständige Impfung ist in der Summe natürlich gefährlich. Und das ist genau das, was wir hier in der Runde auch betonen, dass Omikron eben gerade für die Ungeimpften, die völlig ungeschützt sind, das große Risiko darstellt und deswegen auch das deutsche Gesundheitssystem anders belasten wird als im Ausland aus meiner Sicht. Okay, Herr Timm, weil die Frage schon ein paar Mal jetzt kam, ich würde sie trotzdem einmal gerne nochmal auftun. Und es geht eigentlich zwar nicht um Omikron, sondern um eine andere Variante, die sich ja in Frankreich jetzt zum ersten Mal gezeigt hat, beziehungsweise eigentlich in Kamerun, aber in Frankreich irgendwie zum ersten Mal entdeckt bzw. sequenziert. Wie schätzen Sie diese neue Variante, B.1.6.4.0.2 heißt sie ja ein, die eben jetzt entdeckt wurde? Und kann man dazu ein, zwei Sachen schon sagen, was Gefährlichkeit oder dergleichen angeht? Also richtig viel kann man dazu nicht sagen. Meine Prognose ist aber auch, dass man gar nicht so viel dazu sagen muss. Es ist so, dass da natürlich ein paar Ähnlichkeiten sind. Es ist ja so, dass wir immer wieder Mutationen beobachten, die wir wiederum von anderen Varianten kennen. Die findet man jetzt hier auch. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die Variante ist in der Tat schon vor einiger Zeit erstmalig beschrieben worden und hat sich bisher nicht, zumindest nicht in den Bereichen, wo jetzt häufiger auch sequenziert wird, hat sich dort nicht weiter durchgesetzt. Also es ist nicht zu einer größeren Verbreitung gekommen. Das ist schon ein sehr starker Indikator dafür, dass die keinen großen Selektionsvorteil hat im Vergleich beispielsweise jetzt zu Omikron, wo wir mit den ersten Daten eigentlich schon relativ schnell Klarheit darüber hatten, dass dieses Potenzial da drin steckt, dass es zu einer raschen Verbreitung kommt. Das ist bei dieser B1640-Variante erstmal nicht so zu sehen, sodass eigentlich niemand wirklich erwartet, dass die uns ganz große Probleme machen wird. Muss man sicherlich noch ein kleines Fragezeichen dranhängen, aber das wäre jetzt so mein aktueller Stand dazu. Okay, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt leider schon 13 Uhr. Ich würde Ihnen ganz gerne noch eine Abschlussfrage stellen, die auch im Kern eigentlich bei vielen, auch bei den Journalisten vorkam. Und zwar geht es auch nochmal um das Bund-Länder-Treffen und natürlich um die angedachten Veränderungen der Quarantäneverordnung, die es da zum Beispiel gibt für eben Infizierte und deren Kontaktpersonen. Und die Frage wäre so ein bisschen offen, erstmal per se vielleicht an Sie drei auch. Was erwarten Sie sich vielleicht von diesem MPK-Treffen am Freitag? Was bedarf es? Was müsste es
haben, damit für den nächsten Verlauf oder die nächsten Tage besser gerüstet sind und vor allem eben mit Blick auf diese Quarantäneanpassungen, die da im Raum stehen, machen die Sinn, wie sie so angedacht sind, eben diese Zeiten zum Beispiel zu verkürzen. Ich fange gerne rechts oben an bei Herrn Wendner bei mir und dann gehen wir reihum. Ich erwarte mir natürlich, dass es entsprechende Regelungen, verbindliche Regelungen bundesweit gibt, die auch die kritische Infrastruktur, also die Kritis, wie das im Fachjargon ja heißt, auch gewährleistet. Und da ist eine Anpassung der Quarantäneverordnung essentiell, gerade in kritischen Bereichen wie Kliniken, auch Altenheime, Pflegeheimen, um eben Personen, die in Kontakt, auch vielleicht im privaten Umfeld, mit Omikron-Infizierten waren, früher einsetzen zu können. Meine Hoffnung ist, dass nicht blind eine Quarantäneverkürzung verordnet wird, sondern dass immer mit einem Test natürlich abgesichert wird. Sehr kritisch ist natürlich die Verkürzung bei Infizierten zu sehen. Also dann sprechen wir ja nicht von der Quarantäne, sondern von einer Isolation. Und auch hier ist natürlich davon aus, muss man sehr strikt das mit Testungen absichern, um dann auch eine Verkürzung der Isolationszeit überhaupt ins Spiel zu bringen, natürlich bei einer Symptomfreiheit des Betroffenen. Weil es kann nicht sein, dass dann Pflegende und Ärzte quasi zur Zeitbombe für Personen werden, die sie pflegen bzw. ärztlich betreuen. Das darf nicht zu einer Gefährdung von Schutzbefohlenen führen. Das ist sozusagen meine Hoffnung ans Bund-Länder-Treffen und natürlich entsprechende Anpassungen jetzt aus ärztlicher Sicht, weil ich ja auch auf Medikamente sehr fokussiere, dass Antikörperverordnungen sehr zügig angepasst werden, dass wir hier wieder in den Kliniken auch mit den neuen Medikamenten, Zweitgenerationsantikörpern schnell handlungsfähig werden. Vielen Dank. Herr Schuppert? Ja, also ein wichtiger Punkt, denke ich, ist, dass wir die potenziell sehr schnelle exponentielle Wachstumsdynamik verstehen und gezielte Maßnahmen vorbereitet werden, die exponentielle Dynamik brechen können. Also muss gezielt also auch von unseren Nachbarn in Dänemark, Großbritannien, Frankreich gelernt werden, was sind die entscheidenden treibenden Faktoren und wie kann man denen ganz gezielt und effizient entgegengetreten werden. Man kann auch sagen, die Quarantäne, wenn man die Quarantäne halbiert und dabei eine exponentielle Wachstumsdynamik hat, dann wird auch eine Halbierung der Quarantänezeit ein paar Tage Luft bringen, aber eben nicht sehr viel mehr. Das heißt, wir werden nicht darum herumkommen, um Maßnahmen, die eben wirklich das exponentielle Aufsteilen der Welle bremsen. Also, und ich glaube, die vorzubereiten, wäre eine absolut essentielle Aufgabe. Vielen Dank. Und Herr Timm natürlich gerne noch. Ja, ich kann da gar nicht mehr viel ergänzen. Ich glaube, das haben jetzt meine Vorredner ja auch sehr gut zusammengefasst. Also ich möchte auch unterstreichen, ich glaube, wichtig ist, dass wir bei der Testung, wenn wir Menschen entweder aus der Isolation oder auch eben nach Quarantänezeit wieder, rauslassen, dass das mit einem Test verbunden ist, damit man wirklich einen Bezug hat, zu der möglichen Infektiosität. Und ich glaube, das sollte auf jeden Fall mit da drin sein. Das wäre aus meiner Sicht sicherlich ein wichtiger Punkt. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen dreien natürlich und auch bei den zahlreichen Journalisten, die dabei waren. Da natürlich schon jetzt die große Entschuldigung. Ja, Sie haben sehr viele tolle Fragen gestellt, aber wir konnten leider nicht alle unterbringen. Vielleicht müssen wir aus den 50 Minuten demnächst doch ein paar mehr Minuten machen, gerade bei neuen Varianten. Aber trotzdem vielen Dank und sollten Sie natürlich noch weitere Fragen haben, können Sie uns die auch natürlich schicken. Wir können auch Sie vielleicht gerne nochmal vernetzen mit den Experten. Aber an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank und an Sie drei auch nochmal toll, dass Sie dabei waren und sehr gerne auf ein nächstes Mal. Also, danke auch. Alles gut. Danke auch. Ciao. Tschüss.